und abermals herzlich willkommen zur Einführung in die Philosophie des Geistes im Sommersemester 2020. Mein Name ist Holger Liere, Theoretische Philosophie an der Uni Magdeburg. Und dies ist unsere neunte und tatsächlich schon vorletzte Sitzung. Und diese und die kommende Sitzung werden dem vierten und letzten Teil der Vorlesung gewidmet sein. Phänomenales Bewusstsein, qualitatives Erleben, Qualia. Wie immer eine kurze Rückblende, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Beim letzten Mal haben wir uns ein weiteres Mal mit der Fähigkeit zu repräsentieren, über mentale Repräsentationen zu verfügen, beschäftigt. Das ist eben eine der beiden schlagenden Fähigkeiten, über die wir mental verfügen. Und die andere ist diejenige, die wir heute kennenlernen werden, nämlich dass das Ganze auch bei manchen, vielen, allen mentalen Zuständen von qualitativem Erleben begleitet ist. Bei mentalen Repräsentationen hat uns auch interessiert, wie man die auf naturalisieren kann, also auf natürliche, in der Welt vorkommende Relationen zurückführen kann. Und da haben wir dann als zweiten Ansatz beim letzten Mal, neben der Kausaltheorie davor, die Teleosemantik kennengelernt. Hier war die Idee, mentale Repräsentationen auf biologische Funktionen zurückzuführen. Damit kommt die evolutionäre Historie mit ins Spiel als ein externes Element, sodass die Teleosemantik mit einer Form von Externalismus einhergeht. Also der These, dass die Inhalte mentaler Repräsentationen nicht nur festgelegt sind durch dasjenige, was im Kopf vorgeht, durch die systeminternen Zustände, beispielsweise Hirnzustände, sondern eben auch durch externe Komponenten, Zustände der Welt. In dem Fall ist das die Teleohistorie. Schwierigkeiten der Teleosemantik waren, dass man die Funktion eben doch nicht so einwandfrei naturalisieren kann, dass sie auch durch die evolutionäre Geschichte unterbestimmt ist. Das ist dann schlecht für diesen Ansatz. Und ein weiteres Problem sind genau diese Konsequenzen für den Externalismus, dass man auf eine Swampman-Vorstellung geführt wird, die von den meisten als unplausibel angesehen wird. Dann haben wir uns die Gebrauchstheorie angeguckt, also die These, dass mentaler Gehalt über den Sprechergebrauchsweisen in einer Sprachgemeinschaft superveniert. Auch hierdurch kommt, wie man sofort sieht, ein externes Element in die Bedeutungsdefinition und in Inhaltsfixierung hinein, nämlich diese sozial vorfindlichen Gebrauchsweisen in der Sprachcommunity. Jedenfalls dann, wenn man der Meinung ist, dass Sprachbedeutungen dann auch durchschlagen auf die kognitiven, auf die Denkinhalte, auf die repräsentationalen Inhalte. In dem Zusammenhang haben wir das Gedankenexperiment von Tyler Birch kennengelernt über Arthritis. Dann sind wir weitergewandert zur funktionalen Rollensemantik, die zunächst einfach Funktionalismus ist bezüglich Bedeutungstheorie, also die Annahme, dass Bedeutung sich in der funktionalen Rolle von Systemzuständen festmacht. Das ist eigentlich erstmal internalistisch konzipiert, kann aber auch, wie wir gesehen haben, externalistisch erweitert werden, indem man die von den internen funktionalen Rollen über die Körpergebrauchs- oder die Gebrauchsweisen, über Verhalten dann auch auf die sozialen Rollen und damit in das ausgreift, was die Gebrauchstheorie eigentlich wittgensteinianischer Prägung behauptet. Und dann haben wir gesagt, man muss aber auch kein Realist sein bezüglich mentaler Repräsentation. Man könnte auch Formen von Antirealismus vertreten, dass es sich mehr um eine Zuschreibung von außen handelt, die man instrumentalistisch interpretieren sollte. Und damit ist es eine Form von Interpretationismus. Und dann haben wir uns überhaupt gefragt, Zuschreibung von mentalen Zuständen gegenüber anderen, das ist ein eigenes kognitives Vermögen, das im Fokus des neurowissenschaftlichen Interesses seit langem schon steht. Man spricht von der Theory of Mind und dann waren wir beim Themenfeld soziale Kognition. Das war ein großes, das war letztes Mal eine lange Sitzung, aber heute wenden wir uns der zweiten Fähigkeit, vermeintlichen Fähigkeit, kognitiven Fähigkeit zu oder einer kognitiven Eigenschaft zu, dass nämlich mentale Zustände sich auch irgendwie anfühlen, dass sie erlebnishaft sind, wenn man sich in ihnen befindet. Und um ein bisschen ein Gefühl für diese Fragestellung zu kriegen und worum es hier eigentlich geht, präsentiere ich Ihnen zunächst mal drei längere Zitate aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Damit sieht man auch, die Fragestellung ist durchaus älter.
Und wir kommen dann so langsam in die Thematik hinein. Das erste Zitat ist aus der Monadologie von Gottfried Wilhelm Leibniz, und es ist das berühmte Mühlenbeispiel, eigentlich ein Gedankenexperiment. Nicht eigentlich, es ist ein Gedankenexperiment, das Leibniz hier anstellt, abermals ein Gedankenexperiment. Die Philosophie des Geistes ist voll von Gedankenexperimenten. Wir haben schon prominente Gedankenexperimente kennengelernt und wir werden auch in dieser Sitzung noch weitere Gedankenexperimente kennenlernen und auch beim nächsten Mal. Und ich werde auch noch mal ein paar kritische Bemerkungen zu Gedankenexperimenten überhaupt machen. Gucken wir uns aber erstmal jetzt den Leibniz hier an. Leibniz sagt: Nehmen wir einmal an, es gäbe eine Maschine, die so eingerichtet wäre, dass sie Gedanken, Empfindungen und Perzeptionen hervorbrächte, so würde man sich dieselbe gewiss dermaßen proportional vergrößert vorstellen können, dass man in sie hineinzutreten vermöchte, wie in eine Mühle. Dies vorausgesetzt, wird man bei ihrer inneren Besichtigung nichts weiter finden als einzelne Stücke, die einander stoßen, und niemals etwas, woraus eine Perzeption zu erklären wäre. Ersetzen Sie ruhig Perzeption an der Stelle mal durch phänomenales Bewusstsein, qualitatives Erleben. Und dann haben Sie im Wesentlichen eine griffige Illustration unserer modernen Problematik, dass er hier an eine Mühle denkt, an eine Maschine, wo die Teile mit Druck und Stoß gegeneinander wirken, ist sicherlich dem mechanistischen Zeitalter seiner Zeit geschuldet. Aber von Mechanismen reden wir in der modernen Kognitions- und Neurowissenschaft durchaus auch, biologischen Mechanismen und neuronalen Mechanismen. Also ist dieses mechanistische Bild überhaupt nicht so falsch, auch wenn wir heute unter Mechanismus noch was viel Raffinierteres verstehen. Aber das Gedankenbeispiel ist eigentlich insofern greift es insofern einen richtigen Punkt auf oder einen bemerkenswerten Punkt auf, indem Leibniz eben darauf hinweist, selbst wenn du durch das Gehirn wandern würdest und sehen könntest, wie alles funktioniert, es würde doch nicht klar werden, dass durch dieses kausale Räderwerk in demjenigen, für denjenigen, dessen Gehirn das ist, daraus eine Erlebniswelt, ein Erleben, ein mentales Erlebnisreich hervorgeht. Ein zweites Beispiel, ebenfalls eine berühmte Passage, aus einem Vortrag von Émile Dubois-Reymond über die Grenzen des Naturerkennens. Dubois-Reymond benennt hier zwei Welträtsel, wie er sagt, von denen das Fundamentalere auch noch dasjenige ist, wie es überhaupt Materie und Kräfte geben kann in unserer Welt. Und das Zweite ist eigentlich dasjenige, was uns interessiert und von dem er also hier sich in folgender Weise äußert: Ich werde jetzt, wie ich glaube, in sehr zwingender Weise dartun, dass nicht allein bei dem heutigen Stand unserer Kenntnis das Bewusstsein aus seinen materiellen Bedingungen nicht erklärbar ist, was wohl jeder zugibt, also beim heutigen Zustande, sondern dass es auch der Natur der Dinge nach aus diesen Bedingungen nie erklärbar sein wird. Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits und andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen? Ich fühle Schmerz, fühle Lust, ich schmecke süß, rieche Rosenduft, höre Orgelton, sehe rot. Dieses Rätsel und auch das andere beschließt er mit dem berühmten Wort Ignorabimus. Wir werden das niemals wissen. Das hat viele Repliken aufgefordert und provoziert. Hilbert hat sofort reagiert und gesagt, wir müssen wissen. Aber nichtsdestotrotz pickt auch er unsere Fragestellung auf und äußert sich entsprechend extrem pessimistisch, dass man jemals dieses Rätsel wird lösen können. Und jetzt dann ein Autor aus dem 20. Jahrhundert, späten 20. Jahrhundert, Thomas Nagel. What it is like to be a bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Ebenfalls ein berühmter, bekannt gewordener Aufsatz in diesem Bereich, denn hier charakterisiert Nagel unsere Fragestellung mit der Phrase, what it is like, wie es ist zu sein.
What it's like to be. An organism has conscious mental states if and only if there is something that it is like to be that organism, something it is like for the organism. We may call this the subjective character of experience. It is not analyzable in terms of any explanatory system of functional states or intentional states, since these could be ascribed to robots or automata that behaved like people, though they experienced nothing. It's not analyzable in terms of the causal role of experiences in relation to typical human behavior for similar reasons. If physicalism is to be defended, then phenomenological features must themselves be given a physical account. But when we examine their subjective character, it seems that such a result is impossible. The reason is that every subjective phenomenon is essentially connected with a single point of view, and it seems inevitable that an objective physical theory will abandon that point of view. Also dieser subjektive Charakter des Wie es ist zu sein lässt sich nur aus einer bestimmten Sichtweise, nämlich aus der ersten Personensichtweise, überhaupt verstehen. Und die, so Nagel, steht dem Physikalisten, steht der naturwissenschaftlichen Beschreibungs- und Erklärungsweise nicht zur Verfügung. Also nochmal, das ist jetzt hier im Moment unser Problem. Wir wissen, wir haben schon gelernt, kognitive Zustände besitzen zweierlei Arten von Gehalten. Über repräsentationalen Gehalt haben wir uns im dritten Teil unterhalten. Jetzt unterhalten wir uns über dasjenige, was man den qualitativen oder phänomenalen Gehalt oder vielleicht besser doch Erlebnischarakter nennt. Warum ist das besser? Naja, Gehalt, sagen manche, ist schon per se ein semantisches Wort. Da geht es um Semantik und die These der eine stärkere Qualia-Auffassung ist eigentlich zu sagen, es handelt sich hier nicht um etwas semantisch Bewertbares. Dieser Gehalt ist gar nicht semantischer Art, sondern er ist eben ganz anderer Art. Das ist dieser Erlebnisgehalt und insofern er nicht semantisch ist, sagt man besser, Erlebnischarakter. Nichtsdestotrotz finden Sie beide Sprechweisen in der Literatur, deshalb liste ich sie hier auch auf. Und Sie finden insbesondere einen Terminus technicus. Den Terminus technicus in dieser Branche, in diesem Bereich, nämlich das Zauberwort Quale oder im Plural Qualia, was sagen soll oder was genau das einfangen soll. Ein Quale ist ein phänomenaler, subjektiver und qualitativer Gehalt oder Charakter unserer Erlebnisse, unseres mentalen Reichs. Mit bestimmten mentalen Zuständen geht dieser Erlebnisaspekt einher. Ich schmecke süß, ich sehe rot und ich erlebe nicht einfach nur, oder ich detektiere nicht einfach nur elektromagnetische Wellen oder ich detektiere nicht einfach nur Schallwellen, die mein Trommelfell affizieren im Sinne von Druck und Stoß und im Sinne dessen, was da kausal vorgeht, sondern nein, dieses kausale Geschehen ruft in mir Klänge hervor. Ein Klang, ein Klangerlebnis. Und jeder Klang ist ein Quale, ein Klangquale. Und jede Farbe ist ein Farbquale. Und jeder Geschmack ist ein Geschmacksquale. Qualia machen unser phänomenales Bewusstsein aus, wie es scheint. Sie sind nicht funktional, wie es scheint. So versuchen die Autoren, haben die Autoren, die ich genannt habe, versucht es darzustellen. Und Thomas Nagel insbesondere hat gesagt, und sie bedürfen eigentlich der ersten Personenperspektive. Und all das macht die Schwierigkeiten aus für den Naturalisten oder Physikalisten. Und um das dann auf die Spitze zu treiben, diese Problematik, kreiert Dave Chalmers den Ausdruck Hard Problem für die Erklärbarkeit oder das Rätsel phänomenalen Bewusstseins und Qualia. Qualia sind das Hard Problem der Kognitions-Neurowissenschaften, damit auch der Philosophie dieser Wissenschaften und der Philosophie des Geistes per se. Hard Problem, im Deutschen schwieriges Problem, also nicht hartes Problem, schwieriges Problem. Nicht? Also Frühstückseier können hart oder weich sein, aber Probleme sind schwierig oder leicht. Also das Hard Problem ist das schwierige Problem und ist das schwierigste Problem nach Chalmers überhaupt, vor dem die Menschheit steht.
Vielleicht noch schwieriger als das Problem, herauszufinden, woher wir kommen und wie das Universum entstanden ist. Und vielleicht unlösbar für die Naturwissenschaft. Noch ein bisschen so Gedankensammlung, Illustration dessen, was Qualia sind, was ihnen zugeschrieben wird, welche Eigenschaften ihnen ihrerseits zugeschrieben werden. Deshalb schreibe ich hier vermeintliche Eigenschaften von phänomenal bewussten Zuständen, also qualitativem Erleben. Ja, sie sind qualitativ erlebnishaft. Sie sind subjektiv, also nur aus erster Person Perspektive, überhaupt erfahrbar und erlebbar. Introspektiv, das ist was Ähnliches wie subjektiv, also stehen auch nur in diesem introspektiven Zugang zu. Noch stärker eigentlich wäre dann wirklich zu sagen, sie sind privat, sie sind vollständig privat, vollständig primitiv, niemand kann da reinschauen von außen. Sie sind intrinsisch, also nicht als Relationen von etwas, weder von Zuständen noch zwischen Subjekt und Objekt oder dergleichen konzipierbar. Intrinsische Eigenschaften, irreduzible Eigenschaften, nicht noch auf weitere andere reduzibel, dann speziell behaupten sie, dass Qualia was Fundamentales, Basales sind, nicht funktionalisierbar, inkorrigibel, ich kann mich über mein qualitatives Erleben nicht täuschen. Wenn ich finde, dass ich einen Schmerz der und der Art habe, dann bin ich die autoritative Instanz darüber zu sagen, dass der Schmerz so ist, wie er ist. Sie sind transparent, sagen manche. Damit soll so gesagt werden, wir sehen gewissermaßen durch sie durch und erleben sie an den Dingen. Auch wenn sie vielleicht eigentlich Erleben in uns sind, erleben wir erleben die Dinge, das Feuerwehrauto als rot oder die Rose als rot. Als wenn das an den Dingen dran ist. Und doch ist es ein Erleben in mir. Sie sind unausgedehnt. Phänomenales Bewusstsein befindet sich nicht im Raume. Insgesamt haben wir aber eine Einheit des Bewusstseins. Ich erlebe die Welt nicht disintegriert oder zerklüftet, zerklittert, zerfallend, sondern ich habe eine Einheit des Bewusstseins. Kant redet so schön von der Apperzeption des Bewusstseins, die er dann transzendental verstehen will. Das ist eine andere Baustelle. Aber die Einheit des Bewusstseins, auch das gilt es zu erklären. All das illustriert ein bisschen, wie Qualia aufgezogen werden, diskutiert werden, angesehen werden in der Literatur von unterschiedlichen Autoren in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Betonungen. Und all diese Kriterien werfen Fragen auf. Es ist nicht nur Qualia, es ist auch der Begriff des Bewusstseins, den ich hier so mitverwende. Und ich habe ja immer von phänomenalem Bewusstsein gesprochen, also habe ich scheinbar von einer bestimmten Sorte von Bewusstsein gesprochen. Und das ist auch genau ein bisschen der Punkt. Der Ausdruck Bewusstsein ist auch kein einheitlicher Ausdruck, sondern es gibt verschiedene Begriffe oder Konzepte von Bewusstsein, vielleicht auch verschiedene Arten oder Formen von Bewusstsein, über die man sich auch vielleicht erstmal, die man ein bisschen sortieren sollte, über die man sich im Klaren werden sollte. Mediziner verwenden natürlich den Ausdruck Bewusstsein und wenn sie davon reden, dass ein Patient bei Bewusstsein ist, dann zielen sie auf dreierlei, typischerweise auf dreierlei Komponenten ab. Sie fragen sich, ist er wach? Welche Form von Wachheit hat er? Ist er etwa komatös? Ist er bei klarem Bewusstsein, bewusstseinsklar, also auf Ansprache hin, kann er sagen, wie er heißt und so weiter und ist er allseits orientiert, das heißt vor allen Dingen raumzeitlich orientiert. Der Gegenbegriff ist natürlich unbewusst. Viele unserer kognitiven Prozesse, wahrscheinlich die allergrößte Mehrheit unserer Prozesse, ich kann das nicht in Prozent beziffern, niemand kann das, aber Vermutungen gehen weit in die 90%, sind unbewusste Prozesse. Das meiste in uns läuft unbewusst ab, Gott sei Dank. Denn all das mit Aufmerksamkeit gesteuert sozusagen durchzuführen, was wir tagtäglich brauchen, um uns mental durch die Welt zu navigieren, wäre eine Überforderung. Also die meisten Prozesse laufen unbewusst ab.
Und dass das so ist, muss man natürlich auch experimentell zeigen und kann man teilweise auch sehr schön experimentell herauskitzeln. Das Standardparadigma, das dann Psychologen dafür verwenden und Kognitionswissenschaftler, ist beispielsweise das Paradigma des Primings. Ich zeige einer Versuchsperson einen Stimulus, aber nur kurzzeitig, so dass er gar nicht ins Bewusstsein dringt. Also die Person, der Proband, kann auch nicht darüber berichten, dass ihm dieser Stimulus gezeigt wurde. Und doch kann man in anschließenden Aufgabenstellungen, die mit dem Stimulus vielleicht inhaltlich was zu tun haben, zeigen, dass sich da statistisch was verändert. Das also, und dann ist die Standardinterpretation, dieser Stimulus hat unbewusst gewirkt. An der Stelle könnten wir nun anfangen, müssten wir eigentlich anfangen, uns lange über den Begriff des Bewusstseins, über verschiedene Arten von Unterscheidungen, von Bewusstseinsbegriffen zu unterhalten. Ich muss das hier abkürzen und ich muss einfach eine, zunächst mal also eine arbeitshypothetische Unterscheidung hier einführen, die von der sich vielleicht auch zeigen kann, dass man sie wieder aufgeben muss, aber um erstmal zu charakterisieren, was sind denn so wichtige Aspekte und Kriterien von Bewusstsein? Und da möchte ich hier vorschlagen, wenigstens drei Aspekte zu unterscheiden. Bewusstsein im Sinne von Wachheit, Aufmerksamkeit, Gewahrsein und auch Steuerung und Kontrolle als einen Aspekt. Könnte man wahrscheinlich auch in Subaspekte unterteilen. Ein zweiter Aspekt ist derjenige, der uns hier interessieren soll, nämlich phänomenales Erleben, Bewusstsein im Sinne von phänomenalen Erleben. Das scheint nicht so sehr dasjenige zu sein, was in der medizinischen Definition eine Rolle spielt oder den Mediziner interessiert. Den interessiert offenbar mehr, lauter Kriterien, die erstens mehr in meinen ersten Spiegelpunkt fallen. Und dann gibt es noch einen dritten Begriff von Bewusstsein, den wir hier nicht keineswegs unter den Tisch fallen lassen dürfen, der in dem deutschen Wort Selbstbewusstsein auch drin steckt. Sich seiner Selbstbewusstsein, ein Selbstsein, sich als eine Person sein, sich als Person auch erleben, sich als ein Selbst erleben, zur Metakognition fähig zu sein. All dies macht vielleicht eine dritte Kategorie der Form von Bewusstsein aus. Die für uns hier in diesem Teil der Vorlesung interessante Komponente ist das phänomenale Bewusstsein. Und das, wie gesagt, da gibt es eine große Debatte, wie man weiter unterscheiden soll. Zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Creature Consciousness und State Consciousness, also Bewusstsein des ganzen Organismen zukommt. Das wäre so die Wachheit des gesamten Organismus etwa und Bewusstseinsarten, die nur zu spezifischen mentalen Zuständen zukommen. Das gucke ich mir hier mal nicht an. Aber es gibt eine andere Unterscheidung, nebst vieler anderer, die in der Philosophie einerseits Aufmerksamkeit erlangt hat, sie ist von Ned Block vorgeschlagen worden, ein Autor, der uns schon mehrfach begegnet ist, die aber durchaus auch in der Kognitions- und Neurowissenschaft Beachtung findet, denn Ned Block möchte auch die Kognitionswissenschaftler und Neurowissenschaftler darauf hinweisen, dass phänomenales Bewusstsein zu unterscheiden ist von anderen Arten von Bewusstsein, insbesondere von derjenigen Art, die er Zugriffsbewusstsein, Access Consciousness, nennt. Und so definiert er das, also Phenomenal Consciousness ist phänomenales Bewusstsein im Sinne von qualitativem Erleben, von Qualia. Access Consciousness soll heißen, also Zustände, die zugriffsbewusst sind, sind solche, die uns zur Verfügung stehen für direkte Kontrolle im Denken, Handeln, in der Sprache, für rationale Kontrolle. Wann immer jemand daherkommt und meint, es sei angebracht, verschiedene Formen von Bewusstsein zu unterscheiden, sollte man tunlichst auch zeigen, dass es Experimente gibt, Tests gibt, Beobachtungen gibt, Daten gibt, in denen in der Tat dann diese verschiedenen Formen auch dissoziiert sind, also sich dissoziiert finden lassen. Man müsste also Experimente am besten doppelt dissoziiert. Das eine geht ohne das andere und umgekehrt. Für seine Zwecke verwendet Block unter anderem als Evidenz für seine Unterscheidung das Sperling-Experiment. Das illustriere ich hier mal nur beispielhaft. Ich illustriere auch Blocks Unterscheidung hier nur beispielhaft, um zu zeigen, in welche Art von Überlegungen man hier reinkommt, wenn man sich damit beschäftigt. Also Block beispielsweise sagt, also ich behaupte diesen Unterschied zwischen Phenomenal Consciousness und Access Consciousness und
Da gibt es dieses Sperling-Experiment, bekanntes Experiment in der Psychologie, in dem Sperling und Mitarbeiter zeigen, dass es wohl zwei Arten von Gedächtnis gibt, die Sperling das ikonische Gedächtnis nennt und die unterscheidet vom Arbeitsgedächtnis, das ein Kurzzeitgedächtnis ist. Und was hat er gemacht? Er hat Versuchspersonen so eine Matrix von Buchstaben, 3x3 oder 4x4, hier sind es jetzt mal 3x3 Buchstaben gezeigt. Kurz nur gezeigt, 50 Millisekunden, nur kurz aufgeblendet. Und dann hat er die Versuchsperson gefragt, an welche Buchstaben erinnerst du dich? Und die mittlere Erinnerungsrate ist lausig. Also Leute können etwa ein Drittel oder so der Buchstaben erinnern. In einer zweiten Version, in einem zweiten Durchlauf, wird das Experiment nun etwas raffinierter gemacht. Er zeigt wieder zunächst die Buchstaben und dann primet er eine der Reihen, der drei Reihen dieser 3x3-Matrix, etwa dadurch, dass er einen Ton vorgibt. Hoher Ton soll heißen erste Zeile, mittlerer Ton soll mittlere Zeile heißen, tiefer Ton soll untere Zeile bedeuten. Und fragt dann die Versuchsperson, nenne mir die Buchstaben aus dieser Zeile. Und interessanterweise können nun Probanden bis zu über 70, 75% richtig benennen. Im Schnitt. Das ist ein bemerkenswertes Resultat. Man würde denken, dass die Performance nicht besser werden kann, aber sie wird besser. Und die Konsequenz, die Konklusion ist, oder Interpretation ist zu sagen, hier gibt es zwei Arten von Gedächtnis. Zunächst dieses bildhafte, ikonische Gedächtnis, in das der gesamte Stimulus zunächst eintritt, aber es wird nicht überführt ins Arbeitsgedächtnis, dort nicht konsolidiert. Aber diese Dissoziation dieser beiden Gedächtnisformen, die können wir durch dieses Experiment genau sichtbar machen. Und Ned Block sagt, nein, nein, ich möchte das verstanden wissen als den Unterschied zwischen Phenomenal Consciousness und Access Consciousness. Dass der Stimulus, auch die 3x3-Matrix, ist zu einem Erlebnis, visuellen Erlebnis geworden, war ein visuelles Erlebnis, aber es war noch nicht aufbereitet im Access Consciousness, war noch nicht zugriffsbewusst. Die Kritiker sagen, lieber Block, das können wir auch anders interpretieren. Wir könnten es so interpretieren, dass wir sagen, das ikonische Gedächtnis ist halt ein unbewusstes Geschehen. Und erst im Arbeitsgedächtnis wird das Ganze bewusst. Und es ist diese Dissoziation, die das Experiment zeigt. Wiederum beispielhaft, die Debatten, in die man da reingerät und die Fragestellungen, in die man da experimentell reingerät, sind eben schwierig und auch die Interpretation von Experimenten ist durchaus schwierig, wie man an diesem Beispiel vielleicht ganz gut sieht. Ich mache noch eine weitere Zusatzbemerkung, bevor ich mich wirklich dann philosophisch auf Qualia stürze und zwar eine Zusatzbemerkung, die mir wichtig erscheint, weil häufig gerade im Erstkontakt mit dem Thema Qualia viele sagen, ach so, da ist von Emotionen die Rede, von Gefühlen. Jein. Grundsätzlich sind Qualia und Emotionen nicht dasselbe. Und grundsätzlich ist natürlich die Frage, was sind denn Emotionen, eine durchaus wichtige und interessante psychologische und kognitionswissenschaftliche Frage. Und sie ist durchaus nicht geklärt. Geklärt ist allerdings, dass es nicht dasselbe ist. Allerdings ist es auch nicht grundverschieden. Emotionen haben was mit Qualia zu tun, aber nicht nur. Und das ist vielleicht so, auch wenn es noch unklar ist, was Emotionen im Ganzen sind und wir keine geschlossene Theorie oder konsensuell akzeptierte Theorie von Emotionen haben, das ein offenes Arbeitsfeld ist, wird man wohl sagen können, die Mehrheit neigt der Vorstellung zu, dass das qualitative Erleben vielleicht eine Komponente von Emotionen ist, aber nicht alles. Im Beispiel, einer der bekannteren und durchaus von einigen geteilten Theorien von Emotionen ist die Zwei-Komponenten-Theorie von Schachter und Singer, schon aus den 60er Jahren. Die greifen zunächst mal auf, was viele sagen und was auch schon eine ältere Vorstellung ist, schon aus Anfang des 20. Jahrhunderts, die James-Lange-Theorie beispielsweise, dass Emotionen so etwas sind wie die innere Wahrnehmung von Körperzuständen.
Wenn ich beispielsweise aufgeregt bin, dann gibt es durchaus Körperreaktionen, an denen das auch äußerlich messbar ist. Mein Puls geht hoch und ich fange an zu schwitzen oder irgend so etwas oder zu zittern. Das heißt, ich habe also bestimmte Körperreaktionen, die ich zeige. Und die ältere, die klassische, die Auffassung hat es mal damit versucht zu sagen, ja, und die Emotion ist die innere Art der Wahrnehmung, eine Interospektion dieser Art von Körperzuständen. Diese Theorie sagt nun, es kommt noch eine weitere Komponente hinzu, nämlich du kannst diese Körperreaktion und diese innere Wahrnehmung auch je nachdem unterschiedlich kognitiv evaluieren und bewerten. Zum Beispiel könnte hoher Puls je nach Bewertung zu was ganz, zu einer ganz anderen Emotion führen. Nämlich der ein und derselbe hohe Puls kann als Freude kognitiv bewertet werden und er kann als Stress kognitiv bewertet werden. Auch da gibt es trickreiche Experimente, in denen man durchaus zeigen kann, dass man durch auch die Manipulation dieser Bewertungskomponente unterschiedliche Emotionen evozieren kann. So dass einiges für diese zwei Komponenten spricht. Viele Autoren wollen darüber hinausgehen und diskutieren noch mehr an Komponenten. All das werde ich hier nicht tun. Diese Folie soll nur dazu dienen, zu sagen, Qualia und Emotion ist nicht dasselbe. Sie haben was miteinander zu tun, aber sie fallen nicht eins und eins zusammen. Qualitatives Erleben ist vielleicht eine von mehreren Komponenten von Emotionen. Aber Emotionen haben auch repräsentationale und kognitive Komponenten und sind Körperzustände. So, jetzt habe ich genug an Vorbemerkungen gemacht zu unserem Thema. Das Feld ein bisschen bestellt. Jetzt wollen wir eindringen in die Debatte, die philosophische Debatte um Qualia. Und wie wir an Dave Chalmers und an den skeptischen, länglichen Zitaten am Anfang schon gesehen haben, der Marsch geht zuerst mal in diese Richtung, dass viele Autoren sagen, Qualia, das ist das Hard Problem, das ist das Rätsel und das ist diejenige harte Nuss, an der sich der Physikalist die Zähne ausbeißt. Und das wurde in der jüngeren Debatte versucht, durch Argumente deutlich zu explizieren, warum es so ist, dass der Physikalismus daran scheitert, scheitern wird, für immer scheitern muss. Und diese drei Argumente, auch Gedankenexperimente, wie wir sehen werden, sind es vor allen Dingen, die in der Debatte der letzten Jahrzehnte da besondere Beachtung gefunden haben in der Philosophie des Geistesliteratur. Da ist zum einen das Erklärungslückenargument, das geht auf Joseph de Levine zurück. Dann das Argument des unvollständigen Wissens, das auf Frank Jackson zurückgeht und das man auch aus Gründen, die wir gleich sehen werden, das Mary-Argument nennt. Und dann ist es so ein ganzer Blumenstrauß von Argumenten, die man Argumente der Vorstellbarkeit nennen kann. Dazu gehören insbesondere Zombie-Argumente. Und dazu gehören Argumente oder Gedankenexperimente und Überlegungen, ob Qualia invertiert werden könnten, schwinden können, absent sein können oder ähnliches. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Start, das Erklärungslückenargument. Das Erklärungslückenargument greift eine Überlegung auf, die wir in den langen Zitaten am Anfang, gerade bei Leibniz und bei Du Guesclin schon gesehen haben, die vor allen Dingen sich festmachen daran, an dieser Charakterisierung, Qualia sind keine funktionalen Eigenschaften. Sie sind nicht funktionalisierbar. Levine sagt beispielsweise, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen, sagen wir mal, dieser Identitätsthese des Identitätstheoretikers, Schmerz ist beispielsweise identisch mit C-Faserfeuern, und einer Identitätsthese etwa in der Physik, wo man dann sich darüber im Klaren wird, Temperatur ist doch eigentlich mittlere kinetische Molekülenergie und lässt sich darauf reduzieren. Das Nagel-Konzept von Reduktion greift hier und so weiter. Zwei Identitätsthesen und doch sind sie unterschiedlich. Und zwar in der Hinsicht, dass diese Identitätsthese aus der Physik, die zu einer Nagelreduktion von Temperatur auf etwas anderes, nämlich Molekülenergie, führt, möglich ist und legitim ist, weil sich in der Tat der Begriff der Temperatur ganz in der kausalen Rolle von Temperatur erschöpft,
die die Temperatur spielt. Und wenn man zeigen kann, dass diese kausale Rolle von etwas anderem äquivalent übernommen wird, funktional äquivalent, kausal äquivalent übernommen wird, dann hat man das eine auf das andere auch, kann man das legitimerweise zurückführen. Und dann ist diese Identitätsthese in Ordnung. Der Witz, so Levine, ist aber doch, Schmerz erschöpft sich nie in der kausalen Rolle. Und deshalb ist diese Identitätsthese problematisch. Wenn Schmerz mehr umfasst als bloß kausale Rolle, weil es kein funktionalisiert, weil das qualitative Element daran, kausale Rolle, Funktionalität übersteigt, transzendiert, dann zeigt sich hieran die Besonderheit so psychophysischer Identitätsaussagen und letztlich die Unerklärlichkeit des qualitativen Charakters. Qualitativer Charakter transzendiert kausale Rolle und damit bleibt in der Erklärung dessen, was Schmerz eigentlich ist, hinsichtlich dieses qualitativen Qualecharakters eine Lücke in der Erklärung, die wir explanatorisch nicht schließen können. Erklärungslückenargument. Begriffe der Physik erschöpfen sich in ihrer kausalen Rolle. Qualitatives Leben, Erleben umfasst mehr als kausale Rollen. Qualia sind unerklärlich. Ich werde zu den drei Argumenten, die ich hier vorstelle, Argumentsorten, Argumenten, die ich hier vorstelle, jeweils eine englischsprachige Folie mit einer Version dieses Arguments vorlegen, wie David Chalmers, den ich schon nannte, dieses Argument formal rekonstruiert. Also hier heißt es das Explanatory Gap Argument und Chalmers würde das dann so rekonstruieren, was wir gerade gehört haben. Erste Prämisse, physical accounts explain at most structure and function. Second, explaining structure and function does not suffice to explain consciousness. Ergo, conclusion, no physical account can explain consciousness. Soweit zum Erklärungslückenargument, Explanatory Gap Argument. Jetzt gucken wir uns das zweite große Argument an. Und das ist nun wirklich wieder ein Gedankenexperiment par excellence. Es soll zu einem Argument führen und es sei hier verstanden als das Argument des vollständigen Wissens, aber was wir in Wahrheit haben zunächst, ist ein Gedankenexperiment. Und zwar von Frank Jackson Mitte der 80er in seinem Aufsatz Wort Mary Didn't Know vorgestellt. Und da kommt nun die Mary ins Spiel. Wer ist Mary? Mary ist eine brillante Neurophysiologin, so die Story. Die aus welchen Gründen auch immer für die Zwecke unseres Gedankenexperiments Zeit ihres Lebens in einer reinen Schwarz-Weiß-Umgebung lebt, aufgewachsen ist, lebt. Man muss sich irgendwas einfallen lassen, warum auch ihr Körper offenbar schwarz-weiß ist oder sie wirklich nur mit Schwarz-Weiß, visuellen Schwarz-Weiß-Stimuli sozusagen in Kontakt gekommen ist. Da ist der Fantasie, können wir noch einigen, ist noch freier Lauf gelassen. Jedenfalls, das müssen wir annehmen. Und jetzt hat die Mary, obwohl sie lebt zwar in dieser Schwarz-Weiß-Umgebung, aber sie interessiert sich furchtbar für Farben. Sie forscht über Farben und weil sie so brillant ist, nehmen wir jetzt an, sie hätte tatsächlich alles herausgefunden, was man über Farben und Farberleben, Farbwahrnehmung, auch Farberleben überhaupt je herausfinden kann. Naturwissenschaftlich. Sie ist im Besitz sämtlichen physikalischen Wissens über Farben und Farberleben. Und nun, sagt Jackson, jetzt passiert das Tolle, das Wunder im Leben von Mary. Eines Tages gestattet man ihr, ihre artifizielle Laborwelt, schwarz-weiß, zu verlassen. Die Tür öffnet sich und sie tritt hinaus in die Welt und zum ersten Mal hat sie die Möglichkeit, sie tritt vor eine Welt, die farbig erlebbar ist. Wird Mary in dem Moment, wo sie das erste Mal tut, etwas Neues lernen? Neues erleben, neues lernen? Bedenken Sie, sie ist im Besitz sämtlichen Wissens über Farbe und Farberleben, aber sie hat Farben noch nie selber erlebt. Jackson bereitet das so suggestiv und rhetorisch auf, wie ich es jetzt auch versucht habe, elementar nachzuerzählen und sagt, es ist doch klar, ja, selbstverständlich, Mary wird etwas Neues lernen. Und wenn das wahr ist, dann hat er uns am Wickel. Dann heißt das, es gibt Tatsachen,
da draußen, die man offenbar mit Naturwissenschaft nicht erfassen kann, die der Physikalist nicht erfassen kann. Also ist der Physikalismus falsch. Wenn sie etwas Neues lernt, was sozusagen ihren noch nicht erfasst wurde durch die dadurch, dass sie ja im Besitze sämtlichen physikalischen Wissens über Farbe und Farberleben war, dann, und sie aber tatsächlich auch etwas Neues lernt, dann geht das offenbar über physikalische Tatsachen hinaus. Dann gibt es da Tatsachen da draußen, die nicht physikalischer Art sind, und das ist nun nicht dasjenige, was der Physikalist behaupten kann und will. Dieses Gedankenexperiment hat fast ähnlich wie das Chinese Room Gedankenexperiment eine Fülle von Literatur und Diskussionen losgetreten, bis zum heutigen Tage eigentlich, die nicht abebben wollen. Es gibt insbesondere auch sehr, sehr viel Kritik an diesem Gedankenexperiment. Und aus der Fülle der Kritik will ich mal so zwei Richtungen rauspicken, die sich bald aufgetan haben. Kritiker haben bemerkt zu sagen, also zum Beispiel Nemiroff und Lewis haben in diese Richtung als erste argumentiert. Nein, nein, also die Mary lernt keine neue, die lernt schon was Neues, aber was sie lernt, ist keine neue Tatsache, sondern eine neue Fähigkeit. In dem Sinne wie klassisch Gilbert Ryle zwischen zwei Arten von Wissen unterscheidet, knowing how und knowing that. Wissen das ist propositionales Wissen. Ich weiß, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist. Aber wenn ich weiß, wie ich Fahrrad fahre, dann ist das Knowing How in dem Sinne, dass ich die Fähigkeit besitze, Fahrrad zu fahren. Und das ist nicht propositionaler Natur. Das ist eigentlich eher eine Fähigkeit als ein Wissen. Insofern vielleicht auch ein bisschen misleading, Knowing How genannt. Es ist eine Fähigkeit. Ich kann es halt. Und es ist diese Fähigkeit, Farben zu erleben, die jetzt zu ihrem Tatsachenwissen über Farben hinzutritt. Insofern lernt sie keine neue Tatsache. Ein anderer Strang ist zu sagen, Mary lernt keine neue Tatsache. Sie lernt was Neues, aber es ist keine neue Tatsache, sondern es ist ein neuer Zugang zu denselben Tatsachen. Das ist ungefähr so wie die klassische Russellsche Unterscheidung zwischen Knowledge by Acquaintance, also Wissen durch Bekanntschaft, direktes, unmittelbares Wissen versus Wissen, Beschreibungswissen. Was ungefähr so etwas ist wie Knowing That, das ich propositional beschreiben kann, charakterisieren kann, gibt es, so Russell, Wissen, das mir zur Verfügung steht, insofern ich unmittelbaren Zugang zu einer Sache habe, zum Beispiel den Wahrnehmungszugang. Ich sehe dies oder jenes und dann sehe ich es eben auch farbig. Ich belasse es mal bei diesen ersten Einwänden nach einer Kritikerseite. Man ahnt, hier gibt es einiges an Diskussionsmöglichkeit und Raum für Diskussion. Ein dritter kritischer Punkt muss aber angemerkt werden. Und das ist ja ein Punkt, den man sehr oft bei Gedankenexperimenten anmerken muss und der hier ganz, ganz, ganz entscheidend Not tut. Gedankenexperimente sind keine realen Experimente. Und die Frage ist immer, wie belastbar sind Gedankenexperimente? Es ist keine empirische Evidenz, sondern irgendwie andere Art von Evidenz. Es ist eine eigene Debatte in der Wissenschaftstheorie, sich zu fragen, was sind eigentlich Gedankenexperimente? Und es sind auch nicht alle Gedankenexperimente gleich in ihrer Belastbarkeit. Dieses hier ist vielleicht eines, was sich besonders weit aus dem Fenster rauslehnt. Und es ist eins, von dem ein Kritiker wie Daniel Dennett sagen würde, es ist eine bloße Intuition und Pumpe. Es benutzt in illegitimer Weise unüberschaubare Prämissen. Es ist sowieso nicht praktisch durchführbar, das ist sowieso klar. Aber es ist vor allen Dingen so gemacht, dass die Prämissen, die da reingesteckt werden, die wir eigentlich kaufen müssen, damit wir dann auch die Konklusion kaufen können, eigentlich nicht wirklich überschaubar sind für uns epistemisch, die überfordern uns epistemisch. Hier ist es die Prämisse anzunehmen, dass Mary, nicht nur anzunehmen, dass Mary über sämtliches physikalisches Wissen verfügt, sondern sich klarzumachen, was es heißt, was es bedeuten würde, wenn es jemanden gäbe, der über sämtliches physikalisches Wissen verfügt. Wir, die wir defizitär sind in der Hinsicht, können das gar nicht überblicken, was das besagen soll, eine solche Vision. Und deshalb ist es illegitim, damit als Prämisse zu operieren. Das
Die ruft in uns möglicherweise eine intuitive, mehr rhetorisch provozierte Antwort hervor, nämlich die, die Jackson gerne auskitzeln möchte. Aber das besagt nicht viel. So die Kritik, die sich grundsätzlich an dieser Art von Problematik von Gedankenexperiment festmacht. Wir hatten etwas Ähnliches bei Searle schon bemerkt, wir hatten es beim Chinese Nation Argument von Block bemerkt und man sollte es im Hinterkopf haben bei den Gedankenexperimenten, die noch kommen. Die Philosophie des Geistes ist erstaunlicherweise voll von Gedankenexperimenten. Das zeigt auch einiges. Gut, also rekonstruieren wir das Argument noch einmal, systematisieren wir es noch einmal nach Chalmers oder mit Chalmers. Das eigentliche Mary-Argument: Mary knows all the physical facts. Mary does not know all the facts, insofern es Facts gibt, die über Physical Facts hinausgehen. Ergo, Physical Facts do not exhaust all the facts. There are non-physical facts, qualitatives Erleben. Und noch generalisierter, also nicht nur auf Mary adressiert, there are truths about consciousness that are not deducible from physical truths. If there are truths about consciousness that are not deducible from physical truths, then materialism is false. Conclusion: Materialism is false. So, zwei große Argumentstränge, bekannte Argumente haben wir jetzt kennengelernt. Wenden wir uns dem dritten, großen und letzten für die heutige Sitzung zu. Das ist die Gruppe der Argumente der Vollständigkeit, Entschuldigung, der Vorstellbarkeit. Und da erinnere ich an eine frühe Sitzung, in der wir das metaphysische Argument von Descartes kennengelernt haben, das im Grunde schon ein Argument der Vorstellbarkeit ist. Und das lief ja so, dass er im Grunde gesagt hat, res cogitans ist für sich vorstellbar, res extensa ist für sich vorstellbar, also im Wesentlichen diese beiden Prämissen 1 und 2. Also ist res cogitans der Sache nach von res extensa getrennt. Hier wird der Clou dieses Arguments war und auch das Problematische gleichzeitig war, das und ist, dass von einer epistemischen Möglichkeit, Vorstellbarkeit, auf die ontologische Möglichkeit und damit den Unterschied in der Ontologie nach geschlossen wird. Und es ist eine Riesendebatte und offene Diskussion bis zum heutigen Tage, ob das legitim ist, ein solcher Schachzug, ein solches Manöver. Argumente der Vorstellbarkeit operieren aber genau mit dieser Figur. Und die modernere Variante oder diejenige, die um die sich viel rankt, modernere Varianten, muss man sagen, sind die folgenden. Machen sich alle fest an dieser Grundidee, die man nicht oft genug betonen kann, die Behauptung auf Seiten der Qualia-Proponenten, der Qualia-Vertreter, Qualia sind keine funktional relevanten Eigenschaften. Einen Anklang davon hatten wir in dem Chinese Nation Argument von Block. Diese Fantasie, dass es möglich sein könnte, rein aufgrund der Komplexität, sich vorzustellen, man würde alle Bewohner Chinas so miteinander verkoppeln, ausstatten und verkoppeln, dass sie funktional isomorph sind zu, sagen wir mal, dem neuronalen Netz meines Cortex. Würden sie dann mentale Zustände, würde das Chinesische, diese Chinese Nation als Ganze, mentale Zustände ausbilden, noch dazu qualitativ erlebte mentale Zustände? Block hält das für absolut ausgeschlossen. Er macht sich geradezu lustig darüber, dass der Funktionalist dies auch nur insinuiert. Der Hardcore-Funktionalist wird sagen: Ja, es ist aber so. Es ist halt nur vollkommen abwegig zu glauben, dass das irgendwie geht. Aber wenn es ginge, wenn ich das mal mitmache, wieder so eine problematische Prämisse des Gedankenexperiments, dann tatsächlich bite the bullet. Wären so die beiden extremen Pole, wie man sich dazu stellen kann. Insofern ist auch das Chinese Nation Argument schon eines, was ein Pro-Qualia-Argument ist und auch schon mit der Frage schon, also mit der Frage spielt, reicht funktionale Isomorphie aus, ja oder nein? Und die eigentlichen Vorstellbarkeitsargumente unterstellen nun, funktionale Isomorphie ist nicht hinreichend für qualitative Isomorphie. Im Gegenteil, wir können
die eine Fantasie entwickeln, die in der philosophischen Literatur als die Fantasie eines philosophischen Zombies bekannt ist. Das sind sozusagen funktional isomorphe, physikalisch äquivalente Doppelgänger. Es könnte einen Doppelgänger von mir geben, während ich denke, ich sei ein Wesen, das über qualitatives inneres Erleben, also über phänomenales Bewusstsein verfügt, könnte mein Doppelgänger genauso sein wie ich. Er könnte tatsächlich auch hier sitzen. Tatsächlich könnte ich es selber sein, hier sitzen und sogar großspurig über Qualia referieren. Und in Wahrheit über gar kein qualitatives Erleben, also phänomenales Bewusstsein verfügen, weil sich Qualia, qualitatives Erleben, nicht funktionalisieren lässt, also nicht funktional wirksam wird. Es ist vorstellbar, wenn wir diese Art von Vorstellung zulassen, diese Vorstellbarkeit, dass es solche Arten von Zombies gibt, die buchstäblich phänomenal leer sind, ohne dass sich der Unterschied kausal manifestiert. Dann könnten wir jetzt dann mit dieser Figur sagen, dann ist es auch der Ontologie nach so, dass es einen Unterschied gibt zwischen demjenigen, was sich kausal manifestiert und was sich qualitativ manifestiert. Ich weiß, dass dies viele Fragen hervorruft. Ja, was soll es denn dann heißen, wenn qualitatives Erleben einerseits das doch ist, was natürlich erlebe ich. Werden Sie sicher sagen, erlebe ich Farben und natürlich erlebe ich Geschmäcker. Aber was soll das heißen, dass sie nicht kausal wirksam sind? Nur, das ist eine ganz, ganz, ganz starke Annahme, die dieses Nicht-Funktionale einer starken Qualia-Auffassung, das dann aber zugleich diese Option eines Zombie-Arguments eröffnet. Es eröffnet noch die Option einer weiteren Gruppe von Argumenten, die familienähnlich sind zu den Zombie-Argumenten und die wir uns beim nächsten Mal in einem Beispiel mal etwas genauer angucken werden. Das sind Argumente, die ganze Argumentgruppe oder Überlegungen dazu. Könnte es sein, dass Qualia systematisch vertauscht sind, ohne dass das kausal wirksam ist oder dass es invertierte Qualia gibt oder dass sie flackern oder schwinden oder ganz absent sind? Das wäre ja eigentlich der Zombie, ein Wesen, das in völliger Absenz von Qualia. Wir gucken uns das beim nächsten Mal mit allen Pro und Contra, eigentlich mit allen Pro und Contra, aber mit einigen Pro und Contra für Farberleben an. Für heute lasse ich es gut sein damit. Wir nehmen die Chalmers Version noch einmal im Blick, diese Art von Conceivability Arguments. Chalmers formuliert es direkt mit Zombies als functional but non-conscious duplicates of normal persons. That is to say, persons where qualia are absent. It is conceivable that there be zombies. And if it's conceivable that there be zombies, it is metaphysically possible that there be zombies. And if it's metaphysically possible that there be zombies, then consciousness is non-physical. Conclusion, consciousness is non-physical. So, jetzt haben wir alle drei Argumente, die sehr populär sind und berühmt sind und viel diskutiert sind, so die bekanntesten also sind, in der Debatte mal kennengelernt. Chalmers sagt nun, und das ist die letzte Folie für heute, diese drei Argumente A, B, C sind eigentlich ganz ähnlich. Eigentlich ist die generell, können wir hier aus einer, die benutzen eigentlich ein ähnliches Strickmuster, das uns gestattet, ein generalisiertes Argument zu, ein Meta-Argument gewissermaßen zu führen. Each of them denies a certain sort of epistemic entailment from physical truth P to the phenomenal truth Q, Qualia. Das erste ist denies deducibility of Q from P. Das zweite denies explainability of Q in terms of P. Und das dritte denies conceiving of Q upon reflexive conceiving of P. Und damit hat man so eine generalisierte Form eines Epistemic Gap Arguments, so nennt er das dann, Epistemic Gap Argument. There is an epistemic gap between P and Q, das ist natürlich schon die eigentliche starke Behauptung. And if there is an epistemic gap between P and Q, then there is an ontological gap. Das ist dieser Sprung von der epistemischen Möglichkeit auf die ontologische Möglichkeit. And materialism is false. Conclusion, materialism is false. Gut.
Das soll es mal für heute gewesen sein. Wir haben also so die, wir haben uns mit dem Terminus Technicus jetzt hinreichend auseinandergesetzt. Phenomenal Consciousness, phänomenales Bewusstsein, Qualia. Wir haben die wichtigsten Qualia-Argumente so in der jüngeren Literatur kennengelernt. Nächstes Mal geht es an der Stelle weiter und dann werden wir natürlich auch Kritik an dieser Qualia-Auffassung, also was sagt die Gegenseite, ein bisschen kennenlernen. Bis dahin, alles Gute.